Hier 70er flattert schön hin und her, wenn man ihn sinken lässt. Ja, der ist schön. Ja, Felbis hat man gerade gesehen, wie sie gesprungen ist. Ja, jetzt hängt sie. Ja. Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Heute bin ich am schönen Engstlensee. Das ist ein Bergsee auf 1800 Meter ungefähr im Kanton Bern. Ist auch im kantonalen Fischereipatent. Hier hat es primär kanadische Seeforellen, also am meisten ein paar Saiblinge und ab und zu mal eine Regenbogenforelle. Das sind so die Hauptfischarten, die es hier zu fangen gibt. Dieses Video hier entsteht in Zusammenarbeit mit dem Petri Heil. Ich habe einen Bericht geschrieben über den Arnsee und jetzt einen über den Engstlensee. Werde ich auf jeden Fall unten verlinken, wenn er online ist. Und ja, dieses Video erläutert noch ein bisschen zusätzlich, wie es so aussieht mit den Ködern eben. Ich werde heute mit Hardbaits angeln, Wobblern, Juckern. Ja, das wird so die Köder sein, die ich jetzt verwenden werde. Hier sieht man eine Auswahl an Juckern und Wobblern. Hier eben Wobbler, so 80er Duorjucke, etwas größer, funktioniert. Hier der Trout in Search von Smith im Forellendesign. Im Regenbogenforellendesign funktioniert auf jeden Fall auch gut. Habe ich jetzt auch an der Rute hier dran, in so blau-silbern. Als Rute habe ich die Tiro Novo bis 28 Gramm mit einem Lexis dran, 2500er, 12er Nanofil. Funktioniert tiptop. Und auf der anderen Seite kann man sehen, noch etwas kleinere Wobbler. Hier 70er Duos, hier noch von Ilex, den Tricoroll. Noch ein paar andere Ilex, hier noch von Jackson, der Pintail Tune, in 21 Gramm. Die Wassertrübung ist nicht sehr stark im Moment. Da haben wir Glück, hat auch immer wieder Kleinfische. Vielleicht kann man sehen hier drüben, ist ein Schwärmchen, das durchschwimmt. Also Futter haben die Kanadier hier, aber das hält sich primär in Ufernähe auf, und wenn man eben etwas weiter raus wirft mit einem Jucker, etwas sinken lässt, funktioniert das sehr gut. Und eben die Kanadier sind meistens eher etwas am Grund unterwegs, also auswerfen, absinken lassen und dann einziehen. Natürlich gibt es auch manchmal, dass sie eher etwas weiter oben unterwegs sind, und Regenbogenforellen werden eher etwas weiter oben. Von dem her, ja. Und die Seesaiblinge, die es hier auch drin hat, die sind auch eher am Grund unterwegs. Das sind eher Fische, die mehr mit Wurm auf Grund gesetzt gefangen werden. Aber es funktioniert auch mit Kunstködern. Und das werde ich dir jetzt zeigen, wie das so funktioniert. Jetzt habe ich den Trout in Searcher drauf. Mit knapp 20 Gramm sinkender Wobbler. Ist unten flach, flattert schön hin und her, wenn man ihn sinken lässt. Wenn man ihn langsam einzieht, geht er auch links, rechts. Man kann natürlich auch twitchen, dann geht er etwas weiter links und etwas weiter rechts. Eine variable Führung ist hier möglich mit seinem Köder. Ist eine Mischung zwischen Jucker und Wobbler. Werf da mal aus. Spanne die Schnur, leg sie schön ab, lass mal sinken, bis auf Grund. Und fang dann an zu führen. Schön. Mit Pausen. Etwas langsamer, etwas schneller. Das mögen sie, so eine etwas unvorhersehbare Führungsvariante. Ja, das war ein Felbis, gerade in der Pause. Ah. Oh, und jetzt hängt er. Oh, nice. Zweimal daneben geschossen. Wow. Der fühlt sich gut an. Sieht nach einem Kanadier aus, schwimmt darüber. Ah, das ist schön. Macht richtig Druck. Kommt rüber. Kommt zu mir. Ah, der macht schön Druck. Richtig geil. Oh. Schwimmt er nochmal rüber. Eben wenn man die Bremse etwas aufmacht, haben die schon recht Power, auch auf der Höhe. Jetzt will er da ins Kraut. Komm, nach vorne. Ja, der ist schön. Sehr nice. Der hat seine 40. Köder schon gelöst, versorge den Fisch. Richtig schöner Kanadier, also kanadische Seeforelle, auf den Trout in Searcher. Sehr nice, ich schätze mal so, was hat er? 40, 41.
kann ihn mal messen. Schauen wir mal, was hat er? Vorne. Ja, 44 hat er. Wirklich wunderschöner Fisch. Und gut genährt. Schöne Flossen. Kann man wirklich nicht meckern. Echt schöne Forelle. Wieder schön raus, sinken lassen. Auch ruhig an gespannter Schnur. Manchmal kommen die Bisse wirklich beim Absinken an gespannter Schnur, dann taumelt er schön langsam nach unten. Jetzt ist er unten und wirklich schön mit Pausen. Jetzt etwas variabel einholen. Mal etwas langsam einkurbeln, wieder eine Pause machen. Immer schön auf Kontakt zu spüren, ob da einer beißt. Eben nur ein Drilling, deshalb gerne mal Fehlbisse, aber deshalb, weil er nur einen hat, spüren sie den nicht sofort und packen gerne nach, wie eben der vorhin, der hatte, also der ist jetzt beim dritten Mal hängen geblieben. Man sieht es vielleicht, wie er läuft eben schön, wie ein flüchtendes, verletztes Fischchen. Das gefällt ihnen. Ja, da hängt einer. Oh, nice. Der ist nicht ganz so groß wie der vorhin. Aber schön beim ersten Biss direkt hängen geblieben. Machen richtig Laune, die Fische. Und wohlschmeckend sind sie auch noch. Da kommt er. Ist doch nicht schlecht. Ah, eingekeschert. Und den Köder wieder gelöst. Was hat der? Ja, 37. Schöner Kanadier. Nochmal mit dem Searcher. Zwei habe ich. Nach dem dritten wechsle ich auf Jucker. Und 6 darf man nehmen pro Tag. Nicht ganz so schnell wie auf Seeforelle. So mittlere Geschwindigkeit funktioniert gut heute. Eben auch keine Angst vor zu großen Ködern, eben so 7, 8, 9 cm funktioniert. 10 ist mir etwas zu klobig zum Werfen, aber so bis 90, 95 geht. Und da hängt einer. Oh, richtig nice. Ja, der ist etwas kleiner mit 35, aber auch immer noch eine schöne Größe. So, 3 Fische sind gefangen auf den Trout and Searcher HS, also den schweren, größeren. Und jetzt wechseln wir mal auf Jucker. Und zwar den Jugolo. Ich finde das der beste Pilker Jucker zum Werfen hier in 20 Gramm. Sein Weißfischimitat funktioniert gut. Ich werde jetzt den probieren. Übrigens noch was Interessantes, ich habe hier jeweils hinten sieht man, je 2 Sprengringe, so steigen sie etwas weniger aus. Kennt man auch so vom Seeforellenangeln. Ja, der fliegt weit. Mit dem kann man locker auf 70, 80 Meter werfen. Auch hier Führung dieselbe wie beim Trout and Searcher. Leicht twitchen, so mit etwas längeren Schlägen, nicht so aggressiv. Dann geht er auch etwas links und rechts. Pausen, damit er schön hin und her taumeln kann. Und nicht sofort hochkommt, weil bei den Juckern eben, wenn man zu schnell angelt, kommen sie schnell hoch. Aber so mit einem moderaten Tempo, nicht zu dicker Schnur, funktioniert das gut. Ja, da hängt einer. Sehr nice. Richtig schöne Kulisse zum Drillen. Da kommt er. Und im Kescher. Was hat der? Ja, so 37, 38 knapp. Auf den Jugolo. Schön, schöner Kanake. Wieder raus. Was für eine herrliche Aussicht. Oben noch die Gletscher, der Schnee.
Eine Wolke vor der Sonne ist auch gut, wenn es zu hell ist. Nehmen Sie es manchmal nicht, aber jetzt hat es gerade geholfen. Wenn es etwas leicht bewölkt ist, das gefällt Ihnen. Kontakt aufnehmen, führen, schön variabel. Schön nehmen, die Pausen mache ich nicht, also stoppe ich und mache so Pausen. Ich gehe noch so leicht mit, damit er gleich noch ein bisschen bewegt. Ja, Felbis hat man gerade gesehen, wie sie gesprungen ist. Ja, jetzt hängt sie. Ja. Geil. Oh. Richtige Attacke, du. Heute sind sie gierig. Richtig gierig. Ja, solche Tage gibt es auch. Ja, der ist auch gut. Der macht gerade nicht viel, aber auch ein dicker, richtiger Kopf. Giugolo schön genommen. Oh, jetzt springt er. Komm, will nicht. Und im Kescher, nice. Der hat auch wieder so 40. Da haben wir ihn. Giugolo schön genommen. Relativ tief. Da brauche ich die Zange. Schauen wir mal. Der hat, ja, 42. Kann man echt nicht meckern. Solche Forellen. Nice. Da noch einer mit dem Ruderboot. Kann man hier auch mieten, so Bötchen. Ja, ja. Die hat richtig zugepackt. Die macht Druck, die ist auch wieder nicht schlecht. Kommt. Ja, komm. Und im Kescher. Hat sich kleiner verkauft, als er ist. Hat doch 37 auf den Giugolo. So, das ist die Beute von heute. 6 darf man fangen. Vollpackung geglückt. Hier die Köder. Eben verschiedene Jucker, so 10 bis 20 Gramm, 15 Gramm. Trout and Searcher. Und die Twitch Bait Steel wollten sie heute irgendwie nicht wirklich. Eher die langsamen, ohne Schaufel, aber auf jeden Fall funktionstüchtig. Eben solche auch von Duo, 15 Gramm. Das funktioniert in Weiß natürlich. Oder eben so natürliche Dekors, wie hier zum Beispiel das Egli, hat auch schon einiges miterlebt. Und eben der Trout and Searcher auch in verschiedenen Forellmustern. Kann ich nur empfehlen. Schau mal, ob ich den Link in die Beschreibung packen kann. Oh, hat jetzt eine ganze Weile gedauert, bin jetzt fertig. Eben hat immer wie mehr zugetan. Ich denke, es kommt regnen, wenn man so in die Wolken schaut. Doch relativ zugedeckt jetzt. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen, konnte dir etwas weiterhelfen, damit du siehst eben, welche Köder funktionieren, damit du auch vielleicht etwas Vertrauen in etwas größere Köder bekommst. Weil oft, ja, wenn man am Anfang steht und am Berg sagt, eher das Kleine, sehr langsam und so. Und hier eben bei mittlerem Tempo, etwas größere Köder funktionieren auf jeden Fall gut. Also man könnte auch wirklich mit 9 und 10 cm angeln, um vielleicht noch etwas größer zu fangen. Aber die Größe selektieren mit der Ködergröße eher schwierig. Also habe ich auch auf kleine Wobbler von 4-5 cm, also 50er, aufwärts gefangen, also da, das ist auf jeden Fall möglich. Ich hoffe, das Video hat gefallen und eben jetzt auch mal eins vom Bergsee von mir. Hoffe, ja, das passt. Ich mache regelmäßig solche Videos, deshalb kann sich ein Abo für dich lohnen. Ein Like würde mich sehr freuen, dann können auch andere sehen, wie das so funktionieren kann. Ich wünsche dir viel Petrail im Wasser und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.